gestern heimwärts gelaufen in der Nacht und habe dabei schaurig-spässige Entdeckung gemacht. Mein Schatten auf dem Trottoir ist mir Schritt um Schritt abhanden gekommen. Und ich habe gedacht, warum läuft der jetzt echt schon davon? Ich habe meinen Kopf im Laufen gekehrt und gegen hinten geschillt und habe einen grossen Schatten gesehen und der hat auf mich gezielt. Und darum bin ich verschrocken und habe ihn ganz benommen gefragt, warum rennt mir jetzt der Schatten hinten an? Ja gut, hab ich mir gesagt, mit dieser List schaffe ich es denn schon. Und hab bewusst meinen Schatten unter mir vorbeilassen. Ich hab schon gejuchzt und gedacht, siehst du, da hat ich schon. Da ist der Schatten wiederum von hinten vorgekommen. Ja Herrgott, Donnerwetter, warum gibt er denn nicht Ruhe? Warum klebt echt der Löli immer noch an meinen Schuhen? Ich bin umgekehrt, hab gemeint, ich seh dem Spuk entkommen. Da ist der Schatten auch aus der verkehrten Richtung gekommen. Und so bin ich in dieser Nacht mit meinem Schatten spaziert. Bin an 10'000 Kandelaber vorbeimarschiert. Und wenn ich etwas gelernt hab, dann ist's im Resümee. Ja, trau auch deinem Schatten am besten nimmer mehr.